In diesem Video geht es um eine PA-Kaufberatung. Welches System da für dich geeignet ist, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 223, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechniker. Heute ein neues Video und zwar die PA-Kaufberatung. Viele von euch haben ja schon gefragt und es ist ja auch schon sehr lange her, dass ihr das letzte Mal sowas gemacht habt. Deswegen wird es auf jeden Fall jetzt mal wieder Zeit. Wir stellen euch in diesem Video eine kleine Auswahl an PA-Systemen vor, die unserer Meinung nach solide für den Einsatz im mobilen DJ-Bereich oder auch für Bands geeignet sind. Des Weiteren ist das Gehör sehr unterschiedlich. Das heißt, der eine kann sagen, boah, das PA-System klingt aber richtig super und der andere sagt, nee, das klingt halt eher nicht so gut. Das ist hier ähnlich wie bei Kopfhörern, also da das immer im Hinterkopf behalten, dass es hier auf jeden Fall auch Unterschiede geben kann. Klar gibt es natürlich dann auch die Fanboys, die sagen, ich will auf jeden Fall nur die Anlage von dem Hersteller hören und nichts anderes, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn ihr zukünftig unsere Videos nicht verpassen wollt, solltet ihr definitiv unten unter diesem Video unseren Kanal abonnieren und unten rechts auf diese Glocke klicken, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, wenn wir ein weiteres Video hochladen. Weitere Informationen zu dieser Kaufberatung findest du übrigens auch nochmal in den Stage 223 Artikel, den wir euch auch natürlich in der Videobeschreibung unter diesem Video verlinkt haben. Dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los und bevor es losgeht, erst einmal so ein bisschen, Anführungszeichen, Theorie beziehungsweise so ein paar Begriffe. Und zwar geht es um das aktive und passive PA-System, weil vielleicht der ein oder andere von euch sagt, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied und worauf muss ich achten? Das erklären wir euch hier mal ganz kurz. Also ganz platt gesagt ist ein passives System ein System, was keine Endstufe in der Box integriert hat und beim aktiven System ist es quasi eingebaut. Wir seht ja hier sehr schön unten rechts den Verstärker und darüber das passive System, also von der Signalquelle geht das Signal in den Verstärker rein und dann geht es dann nochmal über ein Kabel zum passiven System. Beim aktiven System ist es so, dass diese Endstufe quasi in der Box eingebaut ist und dann quasi das Kabel von der Signalquelle, sei es Media Player oder sonst irgendeinem anderen Wiedergabegerät, dann direkt in die Box reingeht und da quasi kein Verstärker noch zwischengeschaltet ist als Gerät. Dieser ist natürlich dann in der aktiven, im aktiven PA-System eingebaut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll ich denn jetzt nehmen? Soll ich lieber ein aktives System nehmen oder ein passives System? Das lässt sich so generell gar nicht sagen. Also es hängt immer davon ab, was du für eigene Anforderungen hast und was natürlich dass du auch für einen Job hast. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mobiler Hochzeits-DJ bin, dann kommt vielleicht für dich eher ein aktives System in Frage, weil du natürlich keinen extra Verstärker mit zur Veranstaltung bringen musst und dann nicht noch extra ein Case mitschleppen musst und das vielleicht auch ein bisschen kompakter ist und auch weniger zu vergabeln hat. Deswegen ist ein aktives System vielleicht für einen mobilen Hochzeits-DJ oder für den DJ allgemein besser geeignet als vielleicht ein passives System. Und das Gute ist, fällt natürlich ein aktives System aus, muss man immer gucken, dass man irgendwie eine neue Box herkriegt. Beim passiven System ist das natürlich ein bisschen anders. Da sind natürlich auch die Anforderungen ganz anders. Heißt, wenn ich zum Beispiel VTler bin, eine kleine VA-Firma habe und natürlich irgendwie meine Dorffeste beschallen muss mit einem schönen Line-Array oder einer schönen passiven PA, dann kann es ja auch sein, dass ich wirklich auch mal mehr brauche. Wenn dann irgendwie der Veranstalter anfragt und sagt, pass auf, ich habe jetzt keine Veranstaltung nicht mehr mit 500 Leuten, sondern auf einmal mit 1500 Leuten, dann brauchst du natürlich auch mehr PA. Deswegen ist natürlich ganz cool, beim passiven System hast du halt einen modulareren Aufbau, was natürlich dazu führt, dass du es viel besser skalieren kannst. Und was cool ist, du kannst natürlich bei passiven Systemen meistens dir auch in der Umgebung immer irgendwie bei anderen Veranstaltungstechnikfirmen Sachen zumieten oder im Dry-Hire-Bereich natürlich dann auch da Sachen zumieten. Also das ist auf jeden Fall eine sehr flexible Geschichte. Ich weiß halt nicht, inwieweit das natürlich für aktive Systeme auch zutreffen kann. Klar kann man sich natürlich dann auch zum Beispiel als DJ mit den Kollegen aus der Region absprechen und fragen, okay, welche Systeme habt ihr dann im Einsatz und vielleicht sich dann überlegen, ob man dann ähnliche aktive Systeme kauft, sodass man die natürlich dann auch wunderbar zusammenschalten kann. Nachdem ihr jetzt wisst, was aktive und passive PA-Systeme sind und wo vielleicht die Unterschiede der einzelnen Arten liegen, habe ich euch hier mal die ersten drei PA-Systeme rausgesucht und diese sind für DJ-Einsteiger oder auch für Leute, die jetzt gerade anfangen wollen mit, ich sag mal, Entertainer oder vielleicht in einer kleinen Band oder in diese Richtung gehen wollen. Da sind halt diese drei Systeme ganz gut. Das ist bis 500 Euro. Einmal haben wir hier die LD Systems Dave 8 Roadie, dann The Box CL 106 und 112 MK2 von Thomann und dann noch eine kleine HK Audio Lucas Nano 302.
Schauen wir uns das erste System, die LD Systems Dave 8 Rody, mal ein bisschen im Detail an. Wir haben hier einen aktiven Subwoofer mit einem 8 Zoll Speaker und zwei 4 Zoll Satelliten. Die Rody 8 besteht aus Holz, welches das System besonders robust macht. Dadurch entsteht natürlich der Nachteil, das System ist ein bisschen schwerer, weil, wie gesagt, ist aus Holz, dann ist das ein bisschen massiver und dann auch ein klein wenig schwerer zu transportieren. Durch die ergonomischen eingebauten Griffe lassen sich die Boxen wirklich sehr einfach greifen und können auch so unkompliziert aufgebaut werden. Die Satelliten werden über Speakon angeschlossen. Apropos Anschlüsse, das System glänzt mit einem integrierten Dreikanalmixer, in dem man neben XLR und Klinkeneingang auch Kinch anschließen kann. Somit könnte man das System auch komplett standalone betreiben. Das heißt, wenn ich wirklich irgendwelche Zuspielgeräte habe, wie zum Beispiel ein Telefon oder irgendwelche anderen Geräte, die quasi mit eingespeist werden müssen, kann ich das wunderbar tun und muss dann nicht extra irgendwie einen Mischpult mitschleppen. Also das ist alles in dieser Box integriert. Der Clou an dieser Box oder an diesem Subwoofer ist, dass das Anschlusspanel nicht wie bei allen anderen auf der Rückseite des Subwoofers ist, sondern auf der linken Seite, was dazu führt, dass ich natürlich die Box auch ganz an die Wand schieben kann. Weil, sind wir mal ehrlich, wie oft stellt man so ein System quasi ganz an die Wand und hat dann wieder das Problem, dass man hinter die Box klettern muss, um da irgendwas anzuschließen. Also von daher muss ich sagen, haben die Jungs von LD Systems da wirklich super mitgedacht und das ist auch echt mal ein Feature, was man echt gebrauchen kann. Optional gibt es bei der LD Systems Dave 8 Rody auch eine passende Tasche dazu, um natürlich das System beim Transport zu schützen, damit da auch keine Macken reinkommen und somit kann man natürlich auch den Transport etwas vereinfachen. Das nächste PA-System kommt von Thomann, The Box CL106 und 112 MK2. Hier bekommt man ein rundum sorglos Paket mit Stativen und entsprechenden Lautsprecherkabeln. Dieses PA-System ist ein ideales Set auch für den kleinen Geldbeutel. Als Material wird auch bei diesem System Holz verwendet, jedoch ist es hier mit einem schwarzen Strukturlack überzogen, was die Oberfläche resistenter gegen äußere Einwirkungen macht. Dank der angebrachten Blue Wheels am Subwoofer lässt sich dieses System deutlich besser über längere Strecken transportieren. Der Sound aus den Satelliten wird aus einem 6,5 Zoll Lautsprecher mit Kompressionstreiber erzeugt, um den Strahlungswiderstand der Lautsprechermembran zu erhöhen. Die passiven Full-Range-Lautsprecher haben einen Abstrahlwinkel von 90 x 60 Grad. Für den richtigen Bass sorgt der CL112 Subwoofer mit einem 12 Zoll Lautsprecher. Das dritte System kommt von HK Audio, das HK Audio Lucas Nano 302. Das Gehäuse besteht hier aus Kunststoff. Der 8 Zoll Bass Lautsprecher liefert hier einen satten Sound in den tiefen Frequenzen. In der Class D Endstufe lassen sich dann über zwei Klinken XLR Kombibuchsen die Satelliten jeweils anschließen. Die 3,5 Zoll Höhen liefern einen kristallklaren Sound und diese bieten auch ebenfalls Platz auf dem Subwoofer, was den Transport auch weiter vereinfacht. Mit dem optionalen Zubehör, dem S-Connect Pole, lassen sich Satellitenlautsprecher direkt auf den Subwoofer montieren. Mit dem Stereo Add One können die Satellitenlautsprecher frei im Raum platziert werden. Nachdem wir uns jetzt die PA-Systeme mal so ein bisschen im Detail angeschaut haben, habe ich euch hier jetzt mal eine Übersicht zusammengefasst, welche wichtigsten Fakten die einzelnen Systeme haben. Unter anderem habe ich hier aufgeführt den Maximalpegel, den die Anlagen können, dann Leistung des Subwoofers, Leistung der Top-Teile / Satelliten und natürlich das Gewicht. Das ist natürlich auch für mobile DJs ganz wichtig zu wissen, wie schwer ist denn meine Anlage und natürlich, was auch wichtig ist, der Übertragungs- bzw. Frequenzbereich. Schaut man sich hier zum Beispiel mal den Maximalpegel der drei Systeme an, dann sieht man, dass die HK Audio Lucas Nano 302 ein bisschen weiter vorne liegt als die anderen beiden Systeme. Beim Leistung des Subwoofers hat hier die LD Systems 150 Watt RMS, die von Thomann 120 RMS und die von HK Audio 230 Watt RMS. Des Weiteren sieht man auch hier, dass unterschiedliches Material verwendet wurde, gerade im Gewicht. Beim LD Systems und bei The Box wird ja Holz verwendet und bei der HK Audio solides Kunststoff. Das heißt, man sieht natürlich hier auch ganz klar den deutlichen Gewichtsunterschied. Des Weiteren seht ihr hier auch nochmal den Übertragungsbereich der einzelnen Anlagen und könnt auch selber entscheiden, was für euch die beste Lösung ist. Ich würde euch an dieser Stelle raten, wenn ihr eine von diesen drei Anlagen kaufen wollt, würde ich euch eine Beschallung von maximal 50 bis 80 Personen empfehlen. Alles, was darüber hinausgeht, würde ich euch eher nicht zu raten, beziehungsweise könnte dann schon ein bisschen an die Grenze dieser Systeme stoßen. Weiter geht's mit den nächsten PA-Systemen, diesmal für Fortgeschrittene, beziehungsweise diesmal in einer Preisklasse bis 2000 Euro. Wir haben hier einmal die DB Technologies Opera 15, die DB Technologies Sub 618 für als Subwoofer. Dann haben wir hier die RCF Evox 8 und einmal die PL Audio Entertainer 12.
Schauen wir uns als erstes die DB Technologies Opera 15 und die DB Technologies Sub 618 an. Ich bin selber auch ein DB Technologies Nutzer und bin da auch wirklich seit Jahren sehr zufrieden mit den Boxen. Die aktive Opera 15 ist mit einem 15 Zoll Tieftöner ausgestattet und verfügt über eine digitale Endstufe. Das asymmetrische Hochtonhorn hat einen Abstrahlwinkel von 100 x 85 Grad. An drei M10 Flugpunkten lässt sich diese Box auch sehr einfach an Traversen fliegen. An der Box selber, seht es ja hinten auf der Abbildung, können zwischen 8 Soundpresets gewählt werden, die halt für jede Anwendung den perfekten Sound liefern. Des Weiteren eignet sich die Opera 15 von DB Technology sehr gut als Bühnenmonitor, da sie eine Abschrägung an der Seite hat. Somit ist diese natürlich auch perfekt für Musiker geeignet oder auch Entertainer, die gerne mit dieser Box unterwegs sein möchten. Damit ihr noch mehr Bass bekommt, habe ich euch hier mal den DB Technology Sub 618 rausgesucht. Das ist ein 18 Zoll Lautsprecher. Der verfügt über einen dynamischen Limiter, eine Stereofrequenzweiche und ein 56-Bit DSP mit zwei Presets. Weiter geht's mit dem nächsten System, RCF Evox 8. Die Evox-Serie ist ja schon mittlerweile sehr bekannt, auch gerade bei den DJs und auch sehr, sehr beliebt. Deswegen darf die natürlich hier in dieser PA-Kaufberatung nicht fehlen. Ich habe euch hier die RCF Evox 8 V2 rausgesucht. Die Version 2 der RCF Evox besteht aus 8x2 Zoll ultra-kompakt Full-Range-Lautsprecher und einem 12 Zoll Woofer mit 2,5 Zoll Voice-Call. In diesem PA-System ist ein DSP und ein Softlimiter integriert. Im Lieferumfang der Evox 8 sind Kabel und Distanzstangen inklusive, was natürlich den Vorteil hat, dass ich nicht extra Stative mitnehmen muss und diese aufbauen muss und diese auch kaum Platz wegnehmen, weil ich sie einfach wunderbar auf dem Subwoofer der Evox 8 draufstellen kann. Ich finde, dass man mit dem Evox 8 schon ordentlich Power geben kann und auch eine vernünftige Lautstärke hat. Und was ich bei diesem System sehr gut finde, dass es bei hohen Lautstärken nicht gequält klingt. Wem jetzt die Evox 8 zu klein oder zu groß ist, der kann sowohl noch nach unten als auch nach oben. Das heißt, es gibt von der Evox-Serie nochmal die Evox 5, die noch ein bisschen kleiner ist, und die Evox 12, die dann nochmal eine Schippe auf der Evox 8 oben drauf liegt. Das nächste PA-System für Fortgeschrittene ist die PL Audio Entertainer 12. Die PL Audio Entertainer 12 ist ein aktives 3-Wege-System. Der Subwoofer ist mit einem 12 Zoll Neodym ausgestattet. Die Top-Teile verfügen jeweils über 4x3 Zoll Neodym-Lautsprecher. Insgesamt lassen sich 5 Sound-Presets an der Box einstellen. Auch hier im Lieferumfang enthalten sind Kabel, Stative und Stativtaschen. Der Clou bei diesem System ist, was ich wirklich sehr intelligent und sehr ausgefuchst finde, ist, dass ihr die Top-Teile quasi im Sub verstauen könnt und dank Blue Wheels könnt ihr dieses ganze Set dann ohne Probleme zum Veranstaltungsort hintransportieren. Wenn ihr zu diesem PL-Audio-System oder auch allgemein zu PL-Audio mehr Informationen wissen möchtet, fragt am besten einfach den Marco Maribello, der ist da quasi der PL-Audio-Experte und kann euch da auch gerne sicher Fragen beantworten. Auch hier habe ich euch wieder eine Übersichtsfolie zusammengestellt, wo ihr nochmal so die wichtigsten Werte und Leistungsdaten übersichtlich zusammengefasst habt. Wir haben einmal natürlich hier die DB Technologies, dann die RCF Evox 8 und die PL Audio Entertainer 12. Der Maximalpegel liegt beim DB Technologies bei 130 dB, bei der Evox 128 und bei PL Audio 123. Die Leistungen der Subwoofer sind hier jeweils 600 Watt RMS, 1000 Watt und 1000 Watt bei dem PL Audio System. Beim Top-Teil der Systeme haben wir einmal 600 Watt RMS, einmal 500 Watt und auch beim PL Audio wieder 500 Watt. Mit diesen drei Anlagen würde ich euch eine Beschallung von Personen zwischen 100 und 180 Personen empfehlen. Weiter geht es mit PA-Systemen für Spezialanwendungen. Ich habe euch hier mal drei unterschiedliche Systeme rausgesucht, die man für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten nutzen kann. Man kann diese natürlich in keinster Weise irgendwie vergleichen, da sie natürlich alle irgendwie so eigen sind und unterschiedliche Merkmale haben. Starten wir mit der DB Technologies Beehive Mobile. Ich habe sie mir ja schon auf der ProLight und Sound 2018 mal angeschaut am Stand von DB Technologies und war wirklich direkt begeistert. Die Beehive Mobile ist ein Standalone-Akkulautsprecher und bietet quasi ein rundum sorglos Paket. Dank des integrierten Zweikanal-Mixers können auch externe Quellen wie zum Beispiel Media Player angeschlossen werden.
Solltet ihr aber keinen Media Player zur Hand haben, gibt es ein weiteres Highlight in diesem System, weil ihr habt nämlich einen integrierten Media Player, über den sich via Bluetooth, SD-Karte oder über USB Musikdateien von USB-Stick, SD-Karten oder auch übers Handy abspielen lassen. Des Weiteren habt ihr bei diesem System auch ein Mikrofon dabei, was im Lieferumfang enthalten ist. Ihr könnt hier zwischen einem Headset und einem Handsender wählen. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, noch zwei weitere Mikrofone an die Box anzuschließen, sodass ihr wirklich ein super kompaktes System habt. Des Weiteren besitzt diese Box eine Trolley-Funktion, das heißt, ihr könnt diesen Akkulautsprecher wunderbar wie einen Trolley-Koffer hinter euch her transportieren. Ich sehe die Beehive Mobile gerade bei mobilen DJs in dem Bereich, wenn zum Beispiel eine Open-Air-Trauung ist oder noch irgendeine Beschallung in der Kirche benötigt wird und ihr gar nicht groß aufbauen könnt, dann ist dieses System natürlich ideal, weil es wirklich klein, kompakt, handlich ist. Oder ihr könnt es zum Beispiel als dritte Box für den Außenbereich bei irgendwelchen Gastronomie nutzen, also dafür ist die Box auch super geeignet. Weiter geht's mit diesem wunderschönen Säulensystem von LD Systems. Die LD Systems Maui 28G2 ist ein wirklich sehr kompaktes Säulensystem. Die zwei Säulenlautsprecher mit 16x3 Zoll Hochtontreiber liefern einen kristallklaren Sound. Für den richtigen Bass sorgt der 2x8 Zoll Bassreflex Subwoofer. Die integrierte Class D Digitalendstufe liefert eine Leistung von 1000 Watt RMS und 2000 Watt Peak. Das Signal lässt sich über verschiedene Inputs in das System einspeisen. Dies erfolgt über die Mischersektion an der Rückseite des Subwoofers. Hier hat man die Wahl zwischen einem Mikrofoneingang über XLR-Klinkenkombi oder einem Line-Eingang oder einem Kinch-Eingang, um auch zum Beispiel Instrumente abzunehmen oder zum Beispiel über einen MP3-Bluetooth-Eingang mit 3,5 Stereo-Klinke. Ich finde, die Maui 28G2 ist ein super System für mobile DJs, da man wirklich einen sehr geringen Verkabelungsaufwand hat, das System sehr einfach transportabel ist. Man kann die Top-Teile einfach auf den Subwoofer draufstecken, braucht also auch keine Stative mitnehmen und der Verkabelungsaufwand fällt weg, weil man die Sachen ja ganz einfach zusammenstecken kann und ein wunderbares, elegantes System hat. Zuletzt möchte ich euch noch die RCF Art 712 vorstellen. Das ist eine klassische Full-Range-Box und ist quasi für mich so ein bisschen das Shure SM58 der Lautsprecher, weil man diese Box wirklich an jeder Ecke und findet und jeder sie quasi nutzt. Also auch wirklich ein super Allround-Talent. Insgesamt ist hier ein 12 Zoll High-Power-Woofer integriert. Dieser liefert 700 Watt RMS und 1400 Watt Peak und somit ist es eine wirklich gute Leistung. Mit 18 Kilo ist die 712er trotz aktiver Eigenschaft ein Leichtgewicht, was sicher auch dem soliden, kratzfesten Kunststoffgehäuse geschuldet ist. Wenn ihr also ein Schweizer Taschenmesser zum Beschallen braucht, kann ich euch nur die RCF 712 empfehlen. Jetzt die Frage an dich. Was ist dein PA-System? Welches PA-System nutzt du und warum? Schreibt es mir gerne mal unter dieses Video in die Kommentare und ich freue mich da auf eine sehr gute und konstruktive Diskussion. Bei weiteren Fragen könnt ihr diese natürlich auch gerne unter dieses Video posten oder auch gerne bei uns in die Facebook Stage 223 Community und ihr solltet auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke läuten, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir neue Videos hochladen. Und am Ende bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer Practice and enjoy.